Servus Leute und willkommen zurück zum Bausimulator in der Goldvision zusammen mit dem Guten. Hallo. So. Fuchsbergen hat gleich ein neues Krankenhaus. Boah, wie langsam du bist, das ist so schlimm. Ja, sorry. Bis du jetzt oben bist, bin ich. Nein, das ist nicht schlimm, das passt schon. Boah. Würde ja auch gerne schneller arbeiten, aber Bauschaum regelt. Lass dann liefern in Kistenweise. So, was, das ist fertig. Dann fahre ich wieder mit einem Taxi hinüber in Richtung Fertigwarenfabrik, weil ich glaube, das ist der nächste Punkt. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, Fertigwand müsste sein und danach nur noch Erde. Jetzt musst du kurz rausdrehen. Ja, letzte 8 Fertigwände. Genau, Fertigwände kaufen. So, passt. Erde haben wir schon dort, oder wie? Ja, steht hier. Magst du derweil den einen Auflieger weg von dort? Welchen? Der, was drinnen steht, halt rausschieben rückwärts, wo man gerade abgeladen okay, haben. Ja, das macht Sinn. Weil du halt im Mobilkran, dann kannst du auch die Pumpe, ich glaube, betonieren müssen wir auch nichts mehr, oder? Ich schau mal, ich glaube aber eher weniger. Nö, nur noch Erde und verdichten danach. Dann kann man die eigentlich abbauen, kannst den Mischwagen noch abbauen. Und ich kann dann nämlich schön hinfahren gleich. So, jetzt fahre ich aber über die obere Brücke. Mobilkran macht aber auf jeden Fall jetzt noch Sinn für das Aufstellen. Ja. Boah, wie ich die Karte einfach auswendig schon kann. Ja, aber ich auch. Das ist jetzt. Ich glaube, in einer Stadt könnte ich mich noch. Okay, nicht verfahren, weil die Richtung ist im Endeffekt immer klar. Aber da gibt es noch Straßen, wo ich das Gefühl habe, na, da bin ich noch nicht so oft gewesen. Ich habe gerade eine geile Idee für eine Baustelle auch. Wo die sein könnte oder was? Nein, wo ich jetzt vorbeigefahren bin. Ein Parkhaus. Ja, ist halt ultra viel Gießen wahrscheinlich. Ja, wir halt Säulen gießen und so weiter, aber trotzdem finde ich sowas, wäre auch cool. Oder ja. Bahngleise legen oder sowas. Ja. Aber das macht halt kein Bauunternehmen. Oder einen Bahnhof, einen kompletten. Ja, aber es gibt ja irgendwas am Bahnhof, oder, zu machen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder einen Parkplatz oder sowas, müsst ihr asphaltieren wieder. Ja, genau, ganz am Anfang war das. Ja, ich bin komplett hat ja am Bahnhof falsch. Angefangen hier. Ja, aber... Weißt du noch? Wir mussten damals am Bahnhof loslaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Da war doch irgendwie Harpe oder wie der hieß? Ist der am Bahnhof gestanden? Ja. Boah, das ist bei mir schon so ewig her. Ja, ist anderthalb Jahre her. Weil ich habe das war ja gleich sogar Release. Vor dem Release... Ja, ich habe es vor dem Release auch bekommen, weil ich habe ja am Release-Tag in der Nacht noch gestreamt. Dann, ja, da war ich ja dabei, da hast du mit Doc, glaube ich, gespielt, ne? Genau. Halt kurz so, weiß nicht, um Mitternacht bis 1 oder so irgendwas. Ein bisschen. Hey, die Brücke ist gar nicht eingezeichnet, der Straße sehe ich gerade. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ich folge. Und da darf man nur 50 eigentlich drüber fahren. Was ist denn das für eine Brücke? Da steht sogar 30 jetzt auf einmal. Doch eh nur eine Fußgängerbrücke. Naja, Deswegen ist auch das Asphalt schon so defekt. Ja. Die Leute verstehen das nur nicht. Nein, also ich muss ehrlich sagen, es ist schon schade, dass jetzt Zeit des Bausimulators bei mir jetzt auch demnächst oder mit dem heutigen Bart vermute ich jetzt mal. Vielleicht mache ich noch einen oder zwei oder außer vielleicht da kommt noch eine richtige Bombe an den Auftrag. Das kommt sicher nicht und es werden auch keine Add-ons mehr kommen, großartig. Geil, und wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Muss ich jetzt ja, die Goldversion war, denke ich, spielmäßig der Abschluss für den. Ja. So, boah, dieses Ding hier rauszuholen, ohne den Mobilkran zu bewegen. Das ist extrem, stimmt's? Ja. Überhaupt jetzt, wo ich mich hingestellt habe noch, da geht's nachher noch schwieriger. Stell die am besten auf die andere Seite. Was? Obwohl, warte, ich weiß nicht, ob man da aufs Dach kommt. Na, da kommt man wahrscheinlich nicht aufs Dach. Na, da ist zu. Dann stell die dahin, wo sie waren, dann müsste ich hinkommen. Wieder in die Mitte hin, oder was? Ja, das müsste gehen. Ist in Ordnung, Chefe. Weil ich bin noch gespannt, jetzt wie halt da ist jetzt, wo wir die Erde hinlegen müssen. Ich schätze irgendwo auf der Seite einfach auf einen Haufen. Sag ich jetzt einmal. Aber wieso gehst du nicht einfach ganz auf der anderen Seite hoch? Weiß nicht, ist da Platz? Ja, sicher. Okay, dann kann ich auch da lang. Ja, dann braucht man nicht so weit. Achso, das Stiegen. Ich weiß nicht, ob du da. Na, Blödsinn. Oh ja, da ist ein Stiege hinauf.
Aber du brauchst Eigentlich nicht. sollte da was sein. Du brauchst nicht runtergehen, du hättest es ja oben über den Balkon gehen können. Oh, jetzt ist zu spät. Da ist schon genug Platz, das stelle ich hinten und vorne in ein Zimmer hinein und fertig. Das sind die zwei so Räume. Ah, für ein Sch die Räume sind alle so riesig bei dem Spiel. Auch. Ja, und teilweise so Halt sinnlos. für ein Krankenhaus, meiner Meinung nach, ist es ja eigentlich so, dass du viele Du hast Räume ganz viele hast. kleine Zimmer, Ja. Und da hast du ja in jedem Stockwerk drei Zimmer gerade mal oder so. so, Nummer 1. Ich kann schon mal runter, ne? Ja, wenn du meinst, dann renne ich halt hinauf. Dann musst du positionieren. Wo bist du denn? Ich bin eh gleich. Ja, dauert noch ein bisschen. Geh, Hier ist man kannst. quasi auf Kranhöhe. Fast, ja. Weil das der kleine Kran auch noch ist. Der Guten schaut zum Fenster raus. Komm, entfixier's mir da gleich in der Luft. Ja, klar. Zack, alles liegt am Boden. Oder das Spiel crasht. Na, no, das glaube ich nicht. Das Spiel crasht lieber, wenn es das gerade möchte. Ja, ich Ah, will's. ich kann es gar nicht enthaken, wenn Ja, du ich es noch will's hast. drehen noch. Weil da sonst ist genau in der Mauer. Tust du nochmal? Ist doch. Nein. Jetzt ist es. Ach so, ich dachte, du willst noch mal bewegen. Gut. Ne. Junge. Boah. Ich springe runter. In den Liftschacht, ich werde dir lachen, wenn du unten nicht rauskommst. Nö, das geht. Habe ich Schade. vorher ausbaldowert. Weil oft hast du es ja so, dass du unten, halt sozusagen in echt bei den Häusern, dass du hast du ja Eigentlich unten. fällt es ja durch in den Keller, in den Ja, im Keller Wartungsschacht. erstens einmal und zweitens hast du unten nachher so ein Das wird bisschen aber jetzt ein tiefer. bisschen mies mit zwei Mann. Na, wenn du hinten tust. Ja, aber ich habe meinen Ausleger, der geht nach vorne, ne? Ja, das stört mich nicht, ich bin eh unterhalb. Ach so, Glaube okay. ich. Du darfst dich halt nicht so drehen, so extrem. Ja, ich probiere es jetzt, dass ich nur hier bleibe. Nehmen wir, oh ja, das ist schon mal optimal, ganz auf die andere Seite. Nein. Oder nein, die Mitte, oder? Oh, geil, wo muss ich. Das ist ja auch ein dämlicher Platz. Oh, scheiße, ich sollte nicht. Das ist wahrscheinlich genau vertauscht für die andere Seite. Nein! Musst du das genau dorthin? Ja. Das ist dämlich. Ja. Kann man wohl so sagen. Leg's nur am Boden derweil, dann nimm's ich halt nachher raus. Ah, so geht's aber. Nein, scheiße, geht nicht. Ich bin eine maximale Auslegerlänge. Schau mal, wo ich jetzt bin. Ich hab's schön hingestellt, oder? Hast du es positioniert? Oh mein Gott. Ich bin maximale Auslegerlänge, ich muss runter. Hi. So, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, dass ich nicht einhacke. Oh, schon zu spät. So, dann müssen wir gleich mal gucken, was du da für ein Irgendwie kann ich Pull. gerade nicht einfahren. Das Zeug. Ah, jetzt geht's. Ich dachte schon, vielleicht sind wir mal Ich wieder könnte einfach verhakt. die Wandgestelle geschwind verkaufen einmal. Weil wir haben es eh nicht festgehackt mehr. Wandgestell. Wandgestell. Ich schaue, dass ich das Richtige jetzt verkaufe. Eine Platte ist gerade durchs Fundament gebackt. Nein. Doch. Wo ist die jetzt? Warte, die eine sehe Und ich da. Die sehe ich da. da ist noch der. Ja, Ja, dann genau. könnte es gehen. So, und jetzt Ich hochziehen dachte, jetzt einfach. wäre der letzte Auftrag hier auch noch voll Zack. verkackt. Sind bei dir noch beide Platten da? Ja. Das war die Jo. eine Platte von dir nämlich, glaube ich. Nee, meine steht da. Im Okay. Träger. Ich So. sehe gerade gar nichts. Ich kann nicht runter, weil du da bist. Magst du die letzte? Uff, mir egal. Dann fahre ich dabei ein, nämlich. Also, ich kann ihn mir zurücksetzen einfach. Oder brauchen wir den noch? Glaub nicht, oder? War ja das Letzte. Wir müssen ja nur mehr Erde vorkippen, Erde verdichten. verdichten, genau. So, dann stellen wir den einmal da herüben ab. Hä, da fehlt jetzt eine Mauer, oder? Ah, nein, du bist noch nicht positioniert. Du bist ja noch nicht fertig. Ja, ich habe halt einen langsamen Kran. So, jetzt müssen wir das Zeug da. Und rüber mit den Dingen. Jetzt muss ich wieder Hubkonzert machen. Ach, wegen Abladen oder was? Von der Walze.
Soll ich in der Zeit schon Erde vorkippen? Ja, langsam hinkippen, dann solltest du eigentlich die 10 Kubik. Wo ist denn der Trigger? Weiß ich nicht, vielleicht hinterm Haus. Ich dachte, der wäre direkt vor der Haustür. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Musst ein bisschen reinfahren. Bin gespannt, was ich verdichten muss. Da drüben ist der Trigger, auf der anderen Hausseite. Bahnplatz muss wahrscheinlich verdichten. Keine Ahnung, bin auf jeden Fall gespannt. Was ich verdichten muss. Und du musst es ganz langsam abkippen. Ich würde ein bisschen vorwärts fahren oder sowas beim Abkippen. Halt ganz rückwärts schieben und ganz hinten beginnen und vorwärts fahren. Nicht so oft bremsen. So, jetzt hat er sich ausgehängt. Noch. So, und jetzt fahr vor. Na, ja. Muss aber. Nicht so schnell vorwärts fahren. Irgendwie war das nicht so schön. Du bist schnell vorwärts gefahren. Da sind doch schon 5 Kubikmeter raus oder so. Oh mein Gott. Wieso soll ich das jetzt machen? Weil dann hast du es verkackt, wenn es nicht funktioniert. Ah, passt. Der Profi am Werk. So, und wie soll ich da jetzt rausfahren? Hehe, und deshalb solltest du das machen. Mit dem Sattel. Verdichte den markierten Bereich auf der anderen Seite. Jawohl. Vom Haus. Ist sehr klug, oder? Ja. Ja, aber das wäre halt, das kannst du hier nicht verdichten. Das Problem, guck mal, das ist quasi von alleine schon verdichtet. Ja, na, wenn du das verdichten würdest, da herüben, da hättest du ja drüber fahren müssen und das kannst du ja mit dem Walzzug nicht machen. Ja, ist aber auch lächerlich, was du hier verdichtest. Ein kleines Flächerl, oder? Boah, das ist ja fast gar nichts, was du da machen 5 mal 20 Meter oder so. Ja, 3 Bahnen höchstens. Wenn überhaupt. Wenn er nicht so, schon sogar nach der zweiten Bahn sagt, du bist fertig. Aber man muss hier, glaube ich, recht ordentlich arbeiten. Na, wenn du jetzt rückwärts fährst und den Streifen mitnimmst, ist ein bisschen schwierig. Sollte sich eigentlich ausgehen. Na? Wenn nicht, okay. Fahr da hier vorne her einfach. Oder du fährst da drüben auf der Ecke entlang, geht auch. Aber es ist jetzt nervig, weil es dich ganz genau zur Wand packt. Schau, dass da hier fast, wo ich stehe. Weil da ist ein größeres Fleckel noch. Da tust du leichter. Muss man ja auch ordentlich arbeiten. Letzter Auftrag, Junge. Ja, wir wollen ja noch eine kleine Map-Rundfahrt machen. Ich will ja noch. Du musst weg, Nein, Betonkübel! Den setze ich zurück. Eigentlich könntest du mal alles zurücksetzen, dann können wir am Ende nochmal schön gucken, wo alles steht. Krambetonkübel zu Firmengelände. Zack. Einmal alles zu Firmengelände. Ich kann, glaube ich, nicht alles. Müsste eigentlich gehen, oder? Nein, weil alle, wo ein Anhänger drauf hängt, geht nicht. Ja, dann nimm alle, wo keiner drauf hängt. Sonst müsstest du jetzt alles abhängen, wo ein Anhänger anhängt ist. Dann kann ich es zurücksetzen. Dann machen wir jetzt so 20 Minuten Bad, bis wir fertig sind. So, ich fahr mal raus, ich gehe mal raus aus dem Gebiet, dass wir den Auftrag abschließen, dass wir sehen, wie das ausschaut. Ich glaube, das ist das gleiche Gebäude, oder? Nein, schaut schon anders aus, das Gebäude. Oh, ist schon so ein bisschen Krankenhaus. Schaut aber cool aus. Kinderkrebsstiftung, da hat man auch das Logo. Das Einzige, dass ich den Typen nicht, den John Myers, nicht mag. Kennst du den? Ist da sein Logo drauf, oder was? Ja, das ist der, weißt du, der mit seinen 1 Million Kilometer. Ja, oder wo das irgendwie so ein bisschen immer Gerüchte gab, ob das jetzt alles so. Und da hat der hat sich mit den Weltenbauern zusammengeschlossen und die haben mit ihm das gemacht. Halt sozusagen, er hat das in die Wege geleitet und mit denen den Plan gehabt und sie haben das umgesetzt oder so. Deswegen ist auch sein Logo drauf. Ah, hier, Let's Play John Myers, ja. Wusste ich gar nicht. Das ist das Einzige, warum ich sage, da bin ich ein bisschen dagegen, weil ich sein Konzept halt nicht will. Oder mag. Ganz. Aber ja. Da kann man sich. Kannst du alles zurücksetzen? Ich probiere gerade. Boah, ist das viel, ey. Ich
Ich bin ja gerade am Verkaufen und am Zurücksetzen und bla bla. Dürfte so ziemlich alles sein. Na, ein Drehbogerät ist eins, glaube ich, noch. Und dann die Anhänger. Hier sind noch schon zwei Stück. Und jetzt alle Jetzt Anhänger. hast du eins umgesetzt. Ja, ich setze nur, jetzt, ich setz einfach nach der Reihenfolge zurück. So wie es mir auch halt sozusagen in der Liste ist, weil sonst dann weiß ich, dass wir alles zurück haben. So, das war's alles. Dann einmal Mindaxi in Richtung Firmengelände Stadt. Du bist der Chauffeur? Ja, mache ich Mach mal. mal 5 Minuten Herumfahrt noch, so ungefähr. Ja, Wo ich würde ist das? sagen, Staudamm gucken wir uns nochmal an und nochmal das Dorf, wo wir gestartet Genau, ich waren. würde so einfach da jetzt in den Norden fahren, in Richtung Staudamm und dann kannst du, glaube ich, oben drüber fahren, oder? So Genau. irgendwie. So, ich komme, ich komme, ich komme, Sonnenschein. Können wir vielleicht noch ein letztes Mal, obwohl. So, Schwertransport, loslegen. Willst du das Schild aufklappen? Wie geht das? Schau da einfach an, die Hilfe. Ich kann es nicht anzeigen lassen bei mir. Ah, ich glaube, dann kannst du nur langsamer fahren, das ist auch idiotisch. Bin mir nicht sicher, ob er da nachher sagt, irgendeine Geschwindigkeit einhalten. Nein, man kann es, glaube ich, sogar offen fahren. Cool, oder? Hat was, ja. Ja, halt, Bausimulator zu Ende, so gut wie. Ich weiß noch nicht, ob es bei mir noch den einen oder anderen Part auf 200 gibt, weil das wäre so ein Highlight noch einmal. Ein bisschen. Ah, ich weiß nicht, wenn DLC kommt, schaue ich vielleicht auch noch mal rein. Mich wundert es gerade selber so ein bisschen, dass das Ganze doch noch ein Ende findet, weil ich hatte beim Bausimulator immer mal meine Phasen. Ein, zwei Monate lang regelmäßig, dann wieder gar nichts eine Zeit und dann wieder regelmäßig. Einfach je nachdem, wie ich auch Mitspieler hatte, mit Doc und Dennis und so weiter Ja. vorher. Und einmal habe ich ja sogar mit Harald aufgenommen, als er gestreamt hat. Ist auch schon ewig her. War kurz nach Release noch. Ja, es ist wirklich halt. Der Bausimulator ist ein extrem geiles Spiel. Nur es sind halt immer die gleichen Sachen. Aber jetzt Und hast du gerade wenn eben. man dann alle Aufträge gemacht hat, hat man halt alle Aufträge gemacht, ne? Du hast aber, wenn du jetzt hernimmst den LS, magst du auch immer die gleichen Sachen. Ja, aber irgendwie ist es im LS, da kannst du noch deine andere Map nehmen oder Das sowas. stimmt, ja. Weil einfach die Modbarkeit bzw. die Modverfügbarkeit was anderes ist. Es sind halt nicht wirklich viele Mods, es sind, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man sie im kleinstelligen, weiß nicht, unter 50 sind sicher, keine Ahnung, 20 bis 50 Mods, so irgendwo wird sie da in der Ich habe, glaube Riege. ich, drei gesehen oder so Naja, es selber. gibt da einige Gebäude, was man bauen kann, Flugplatz oder so irgendwas, aber das ist halt ziemlich billig, da bringst du halt nur was hin und musst verdichten oder so. Halt nicht großartig. Du fährst aber jetzt verkehrt, oder? Immer hier hoch, oder? Am Ah, Ende oh des ja, Flusses Blödsinn, ich ist war doch auf der der anderen Staudamm. Seite. Ich war auf der anderen Seite, stimmt schon. Einmal bin ich sogar über die Brücke hier gefahren. Wie geht denn das? Das ist doch Eisenbahn, Das ist oder? Eisenbahnbrücke, ja, da bin ich einfach rübergefahren. Obwohl, einmal bin ich auch irgendwo, da war ich, da hat es uns am Anfang im Multiplayer noch so rumgebackt, da war ich auf einmal mitten im Wald. Es ist halt. Boah, der Staudamm. Boah, ich war. Ganz oben war ich noch nie, ich war ganz genau hier. Ja, weil man Da hier was muss man die hinbringen zwei muss. Generatoren oder was abholen. Ja, aber ich würde sagen, wir machen mal einmal was anderes. Ich will mal einmal da unten lang fahren, da war ich noch nie. Ich bin immer nur oben lang Nein, nein, gefahren. nicht da, nicht da, nicht da. Ups. Wenn dann die nächste. Ich bin noch nie halt oben oder unten. Halt, ich muss ehrlich sagen, ich bin da rauf und bin dann gleich wieder hinunter, weil du musst nicht hochfahren. Das ist es ja. Das ist das. Du hast zwar den geilen Staudamm, aber du kommst da eigentlich nicht hin. Grob genommen. Oh. Wenn nicht, wir Klingt so können krass, dass auch. ich 1,5 Millionen auf dem Konto gehabt, gerade ohne, dass ich schon ewig mal wieder was selber Ich habe gemacht habe. 7,5 Millionen im Konto. Hier unten könnte man eigentlich auch Boah, saugeil eine das ist kleine auch geil, Baustelle ja. machen. Es leckt gerade urextrem bei mir, halt, es ruckelt so. Oder ist das nur Multiplayer, weil du es fährst? Kann auch sein. Wie wenn er nachladen muss, immer so irgendwie so komisch. Halt, Guck das mal kurz auf der Autofahren. Karte nach, wie ich jetzt hier am besten fahre. Links rüber. Ja, aber dann noch mal oben lang oder was meinst du? Ach so. Na, Wenn ich man drehe, nicht in die glaube St ich. Dreh und fahr oben entlang und fahren wir nach Wolfsheim noch rüber, oder? Ja, genau. Halt noch mal da N, wo wir aufgehört haben Genau, wo wir vor angefangen anderthalb haben. Jahren. Alter, Gartenhand. das kommt mir auch nicht so vor. Also der Bausimulator ist eigentlich noch recht frisch. Und man muss ehrlich sagen, die Map ist eigentlich noch ziemlich, ist eigentlich ziemlich groß. Die Nur Map an man sich ist hält. eigentlich groß, aber man ist halt irgendwie immer an denselben Orten. Ja. Einzige, was mir gar nicht so gefällt, achte mal hier auf die Felsen und so weiter. Das, ganz ehrlich, da war der LS9 schon bald besser, so
von diesen kantigen Welten Ja, hier. stimmt schon. Es ist halt eine andere Engine, muss man auch sagen. Ja. Es wird sicher Es komplett passt schon anders. irgendwie. Irgendwie wirkt doch alles recht echt, auch die Halt, ich muss. Fahrzeuge, aber teilweise von innen und so. Gerade der hier ist von innen irgendwie total knubbelig. Die Bäume und so weiter finde ich ziemlich geil gemacht. Die ja, tun halt das Flair eigentlich schön machen. Aber sonst, ja. Aber darauf zum Beispiel fährst du nie normalerweise. Das ist Oh, so. und hier ist eine verdammt geile Strecke eigentlich. Weil du einfach da herum keinen Auftrag hast. Und das ist es, wo wir ja seit dem Anfang gehofft hätten, so ungefähr, dass es einen ja, Auftrag am Staudamm gibt. Irgendwas. Und dann gibt Bau es aber deinen nur eigenen den. Staudamm, hä? Ja oder nein, oben, keine Ahnung, Ausbesserungsarbeiten oder so irgendwas. Keine Einfach Ahnung, nur ein bisschen was nachgießen oder es so. wäre auch geil, wenn du irgendwelche Schremmarbeiten, weißt du, es Weil gibt ja guck mal, für. wie sich der Weg auch hier lang Ja, zieht, bis es man mal gibt ja da für ist. Bagger und so weiter so einen Schremmkopf, so einen Presslufthammerkopf, dass du sowas machen müsstest. Halt irgendwo ein altes Stück Beton wegschremmen und dann sozusagen wieder neu gießen oder so. Das wäre ja alles Noch ein möglich paar halt. Amiereisen hinbringen Ja. und gut ist. Hau. Hey, und da sind wir. Da war ich noch nie hier oben. Noch nie im Ich finde, ganzen nach Let's rechts Play. gucken ist hier extrem episch. Ja, aber es ist genau gar nicht. Das ist ein Riesenstau. Auch da das Gebäude. Ich muss da kurz mal aussteigen, ich muss da reingehen. Okay, man kann nur durchgehen. Das erinnert mich ein bisschen an GTA. Aber es schaut schon geil aus. Hat was, ne? Guck mal, hier sieht man auch urweit. Da hinten ist sogar ein bisschen noch was vom Ort, ne? Es fängt dort unten die Stadt nachher schon an. Nein, die Stadt ist nicht. Obwohl, doch, so ein bisschen. Nein, nein, das ist, was man dort sieht, das ist das Umspannwerk. Genau. Das ist das. Aber auch da unten die Brücke. Ja, das ist die Ja, hier müsste man Eisenbahnbrücke. echt mehr machen. Man ist in dem oberen Gebiet gar nicht. Und da schaut es halt schon episch aus, auf der anderen Seite. Der riesige Stausee, der hat irgendwie was. Auch wenn das eigentlich, das ist hier ja billigste vom billigsten, eine Wasserplane und die Berge. Ja. Aber an sich ist es irgendwie ein cooles Gefühl so. Es wäre noch cool, wenn er noch ein bisschen höher wäre. Das Wasser. Auch auf der Seite hier. Ja. Na gut, aber ich glaube, noch mehr, dann geht ja auch irgendwann So, hier jetzt probiere ich kurz quasi die mal. Rutsche los. Jetzt probiere ich kurz mal was. Na, komme Willst du ich nicht drauf. runterspringen? Ich wollte drüber springen, ja. Probieren. Geht nicht. Na, ich komme nicht drauf. Ist zu hoch. Ich könnte höchstens Ah, probieren mit. über das Auto. Man müsste das Auto ranschieben, aber das ist jetzt nachher auch schon eine blöde Idee. Nein, man kommt aufs Auto auch nicht drauf. Egal. Würde ich sagen, fahren wir noch zum. Nach Fuchs. Ja, zum Wolfsheim. Ort. Fährst du oder soll ich? Mir egal. Dann fahre ich zu Ende und kannst du noch ein bisschen die Gegend betrachten. Ich war Dann ja. schauen wir uns auf jeden Fall nochmal unseren Starthof an. Genau. Und was auch ganz schön ist, den Bahnhof, wo wir vor damals Aber der allzu Bahnhof ist langer in Zeit. Wolfsheim gewesen, oder? Ja, das Der war irgendwie Bahnhof da in der war es. Ecke. Ja. Weil ich denke mal, weil du vorher gesagt hast, Bahnhof, ich glaube, du meinst den Bahnhof in Fuchsbergen. Aber dort kann ich mich gar nicht erinnern, dass irgendwas wäre. Es war nur in Wolfsheim dort drüben das Ding, wo man gestartet ist. Und dann rennt man eigentlich relativ schnell rüber. Wow, 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 wow. Ich Ja, sag, die ich baue machen noch einen richtig Unfall. Bock hier, die Serpentinen. Ja, nur das Auto ist halt scheiße dafür. Ja, wobei das ist wahrscheinlich noch das Beste, was du hier aus dem Spiel nehmen kannst. Ein Kettenbagger kannst du nicht. Glaubst du, wenn du die Runde mit Kettenbagger fährst? Mit Raupen Oder fahren. mit Kran. Mit Raupenkran. Ah, das geht sich nicht aus, ist zu breit. Ja, obwohl der ist so breit wie eine doppelte Straße, genau, oder? Wenn du Huhuhuhuhuhu. den auch schmal, obwohl das sind die Nein, nein, Drehbaugeräte, nein, die du nein. schnell Ja. schmal stellen kannst. Na, du kannst Bei den Baugerät kommst du hier Raupenkran. auf jeden Fall durch. Das glaube ich auch, ja. Na, aber weißt du, was geil wäre? Mobilkran zu fahren. Weil der ist extrem, mit dem kannst du gut lenken. Ja, das stimmt. Der hat ja auch die drei lenkbaren Achsen, ne? Na, ich glaube nur die vorderste und die hinterste, oder? Das ist ein Drei- oder ein Vierachser? Ein Dreiachser, ne? Vierachser, glaube ich sogar. Hier? Ich glaube, wenn es ein Vierachser ist, dann müsste ein Drei lenkbar Okay. sein. So, jetzt sind wir da in Wolfsheim und da ist der Bahnhof, wo wir gestartet sind. Genau auf dem Bahnhof hier rechts. Einmal aussteigen oder? Joa, keine Ahnung. Willst du oder sonst fahren wir da rüber gleich? Ja, dann fahr da zum Kreisverkehr, würde ich sagen. Zum Und von da Kreisverkehr. aus können wir dann zu unserem ersten Grundstück Wir laufen. können auch von hier einfach rüberrennen. Das ist auch nicht so weit. Weil da ist Ja, der. hier haben wir Ich weiß unseren gar nicht, ersten wo ist das. Kontakt mit dem Spiel gemacht. Irgendwo hier ist man gejoint, der direkt am Haus. Und da ist der Harpe gestanden, glaube ich, noch. Da beim Kartenautomat irgendwo.
Ja, Oder ist genau hier. er da drüben gestanden, wo du jetzt herkommst? Ich bin mir gar Ich nicht mehr glaube, hier sicher. irgendwo auf diesem Gebiet war Ja, das. da stimmt das. Boah, das ist ewig her. Und dann ist man hier die Straße runter. Ich glaube, hier lang. Dann Gerade nach weiter vorne und dann gleich rechts. rechts, ja. Oder hatte man da vorne dann irgendwann. Ich glaube, das Haus hier hat man auch selber gebaut. Ja, man hat da relativ viele kleine Häuser gebaut. Man hat, glaube ich, da links neben der Kirche auch eines gebaut. Nur nicht die Fachwerkdinger, die hatten wir nicht, glaube Ich bin ich. mir nicht sicher, ob nicht ein Fachwerkhaus, ob da nicht irgendwas Gartenanliegen nur war. Das kann sein, Garten anlegen, ja. Das Und Haus hier haben wir hatten wir dann gebaut, unseren das links da. klitzekleinen Hof. Ja, der war auch cool. Ja, wobei irgendwie fand ich den strange. Ja, Hat zwar auch ein paar also hier die Ecke ist irgendwie komisch. aber ich finde den fast realistischer als den großen Hof. Ja, der andere ist fast, Der ist vor zu allen Dingen mitten in groß. der Stadt, das ist Ja. viel zu teuer, ne? Und viel zu groß halt vom Platz her. Du hast ja, weiß nicht, sie haben halt das mit den Rücksitzpunkten zu groß gemacht, aber du lässt hier wahrscheinlich auch die halberten Equipment von uns herunterbringen, dass du sinnvoll auch mit allen wegfahren kannst. Da oben waren auch Aufträge Ja, genau, gleich. das war einer meiner Lieblingsaufträge hier. Da war irgendwas mit, da bin ich mit dem Raupenbagger, weil am Anfang war ja so, dass du den kleinen Raupenbagger nicht auf den Anhänger draufgeben hast können, weil der hat sich da herumgepackt. Das nicht rauffahren können, da war ja das mit der Rampe. Ja, genau. Und da Hat ist man man den manuell da raufgefahren, da ist hochgeholt? man mit der das war noch Zeiten, bist du wahnsinnig. Ich glaube, das zweite Haus hat man da machen müssen, das hintere. Ja, müsste. So irgendwas. Ah, Ja, das war lang ist geil. es her, muss man Aber schon eine sagen. Sache wollte ich mir noch angucken. Da Ja. war ich schon ewig nicht mehr. Das war auch so ein Ort, Wo wo bist ich du? damals so ein bisschen am Verzweifeln war am Anfang wegen Asynchronität und so weiter. Nämlich beim Aufladen am Baustoffhändler hier im Ort. Warte, ich komme einfach runter. Wie heißt das Fahrzeug noch einmal? Raupen, Flattop? Nein. Begleitfahrzeug. Ich komme im Begleitfahrzeug einfach kurz darunter noch. Was auch schön war, kannst du dich daran erinnern, dass man einen Sportplatz gebaut hat, da hinten irgendwo? Genau, die da hat man ganz unten im Süden. Na, das war Ja, drüben auf quasi der in anderen der Seite, oder? Hauptstory. Das war auf der anderen Seite. Da unten hat man nur das Hotel machen müssen. Soll ich dich abholen, mitnehmen? Einfach die Straße, hier ist doch schon der Baustoffhändler. Naja, willst du mitfahren? Die Straße runter und dann irgendwann rechts ist der Sportplatz. Ah, das große Stadion war da und der Sportplatz war in der Stadt drinnen. Ach so, ja, genau. Der war Ja, auch hier bin ich cool. das erste Mal bei Paletten und verzweifelt, weil die im Multiplayer so Da geglitscht habe ich sind. mit Doc noch den Im ersten Pritschenwagen, Stream, ne? ja, was wir da herumgetan haben, wie wir den aufgeladen haben, einfach da rückwärts geschoben, dass das hüpft ist irgendwie. Das war auch cool. Bist du wahnsinnig? Ja, sind schon geile Erinnerungen, muss ich ehrlich sagen, an den Bausimulator. Man wird ihn auf jeden Fall ziemlich positiv, gerade wegen der letzten Zeit jetzt in Erinnerung behalten. Am Ja. Anfang war er doch halt ziemlich im Multiplayer unbrauchbar, aber jetzt. Multiplayer war unbrauchbar, Singleplayer ist eigentlich ziemlich einwandfrei alles gegangen. Das wäre noch schade, da sieht man ja auch die Gegend, also so eine Rüttelplatte und Schräm, dass man sowas nicht machen muss, leider. Oder so einen Bauzaun aufstellen, dass du den Bauzaun zuerst selber aufstellen musst oder so irgendwas. Finde auch teilweise die Modelle schwanken so in der Qualität. Du hast hier teilweise so richtig geil modelliert die Rüttelplatte eigentlich. Und dann hast du wieder teilweise so Dinger, wo du dir denkst, was sind das Das für stimmt. klobige Haufen? Das stimmt. Aber die Boah. Autos auch sind eigentlich auch ziemlich schön modelliert für das, dass sie nur so eigentlich Zierde sind. Wobei der hier von innen zum Beispiel ist wieder richtig grässlich, Aber schau, finde ich. da hast du draufstehen auf dem Radio, den finde ich nicht einmal so schlecht gemacht. Da kannst du sogar lesen, Weltenbauer, Name und so weiter. Ja, wobei ich meine, zum Beispiel das Lenkrad, das sieht aus wie aus Knete. Ja, das stimmt. Ja, Ja. gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben jetzt eh einen 30-Minuten-Bart wieder gemacht. Ob es bei mir noch weiterhin gibt, Barts, kann ich noch nicht versprechen. Beim Guten ist, glaube ich, jetzt mal zu Ende. Ja, zumindest wenn nichts Und Neues mehr irgendwie kommen wird, was jo. wohl nicht der Fall sein wird. Wir werden sicher wieder irgendwas gemeinsam machen demnächst. Wir werden schon irgendwann wieder mal zusammenfinden. Und ich würde sagen, das war's dann für heute und für den Bausimulator. Und wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.